einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Beziehungsweise, Hardware haben wir ja schon gemacht, wir haben uns die Lampe schon angeguckt. Jetzt geht es ums Einrichten. Dafür mache ich die einfach mal an einen USB-Port ran. Ich komme an den USB-Port nicht ran. So, jetzt aber. Kabel reicht komplett aus von der Länge. Ich mache mir jetzt erstmal die GoSound-App auf. Die habe ich ja schon drauf. So, und das ist diese hier. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel andere Apps habt von anderen Smart-Bedienelementen-Herstellern, die ihr auf Amazon so findet. Und ihr möchtet nicht so viele Apps drauf haben, könnt ihr es auch gerne in dieser App versuchen, so wie ich es jetzt euch gleich zeigen werde, die Lampe da einzubinden. Im Großen und Ganzen sind die einzelnen teilweise untereinander kompatibel. Dass man halt zum Beispiel auch bei anderen Apps dort mit einarbeiten kann. Zum Beispiel in der GoSound-App, zum Beispiel von, ich habe den Namen vergessen, Moment. Wie heißt die andere Steckdosen? Tech-In, ja. Oh, da habe ich ja ohne Steckdose. So, aber wir wollen GoSound machen. So, und ich bin auch schon angemeldet. Ja. Und ihr müsst dann halt hier oben auf das Plus-Symbol drücken, da oben. Da. Dann habt ihr jetzt eine Liste. Der zweite Punkt von oben ist Lightning. So, seht ihr das? Und da seht ihr oben neben der Birne schon hier oben da die Lampe. So, und dann fragt er natürlich, wegen Wi-Fi, wegen Verbinden mit meinem Wi-Fi-Netz und so. Das machen wir gleich. Ach so, das müssen wir jetzt schon noch machen. Nee, bin ich schon verbunden, gut. Ich dachte, ich bin jetzt noch mit dem 5 GHz verbunden. Aber bin ich nicht. So, wir machen jetzt einfach mal den USB hier rein. Wartet mal, bin ich jetzt richtig? So, jetzt ist es drin, ja. Ich mache mal auch nach unten und ihr seht, dass die jetzt so blinkt. Ja, das ist Standard, das ist bei Birnen so, das ist bei Steckdosen so. Da habt ihr auch so ein kleines Power-LED und die blinkt dann halt auch so wie hier. Das ist ein gutes Zeichen. So, und dann gehe ich jetzt hier einfach auf Weiter. Und jetzt sucht er natürlich nach Lampen in meinem Umkreis. So, bestätigen. Also ich habe jetzt hier nochmal bestätigen unten gedrückt. Das bestätigen. Und jetzt passt auf. Zack, bumm. Und jetzt sucht er. Er sagt, er rechnet mit 2 Minuten. Er braucht keine 2 Minuten. Die GoSound-App ist ziemlich schnell. Hat er schon gefunden. So, und da sehen wir sie schon. Das war's. Wir haben sie jetzt eingebunden. Ich werde sie zu Testzwecken jetzt erstmal ins Wohnzimmer packen. Und wir können auch den Namen ändern. Die heißt jetzt ZG28. Warte mal, ZG2844. Ja, wir werden die jetzt einfach mal umbenennen in. Ich mache sie mir erstmal aufs Sofa. Ich mache sie mir. Oder wartet mal, da muss ich erstmal gucken. Habe ich da schon eine Sofalampe in meinem Home-Netzwerk?
TV-Steckdose, Steckdose, Esstisch, Sofalampe. Haben wir schon drinne. Sofalampe haben wir schon drinne. Dann, wie nennen wir die dann? Wie nennen wir die? Ich werde sie mal im Regal lassen und kann die dann halt jetzt die nächste Zeit im Regal benutzen. Falsche App, da. Ich nenne die jetzt einfach mal Regallampe. Regallampe. So, speichern. Wir können auch das Bild anpassen und so. Sieht man was? Ja. Regallampe habe ich jetzt einfach mal genannt. Und dass er sich im Wohnzimmer befindet. So. Und Fertigstellung. So. Müssen wir kurz noch warten. Und schon haben wir die Regallampe drin. Wir können sie ausschalten, anschalten. Und wir können... So, das ist das hellste. Das ist alles durch Rot, durch verschiedene, dass man sagen kann, welche LEDs wie sein sollen. Ich mache mal auf Aqua. So. Wenn ihr jetzt genau hinguckt, seht ihr das vielleicht ein bisschen. Ich mache mal ganz hell. So, das ist ganz hell. Und jetzt gehe ich mal so langsam in den Aqua-Bereich auf die 100%. Zack. Wir können auch noch weiter runter. So. Aber wir können dann halt auch nicht jetzt hier ein bisschen runtergehen. Oder ich zeige es euch mal mit Grün. Wir sind jetzt bei Grün. Ja. Ja, Saturation heißt das, also Sättigung, denke ich mal, sollte es sein. Ja. Und jetzt die Sättigung vom Grün immer weiter zurückfahren, sind wir halt beim Weißen. Und da ist es egal, welche Farbe wir machen. Ja. Und wenn wir die Sättigung wieder hochfahren, haben wir hier ein schönes Grün. Oder wenn wir jetzt hier so ein dunkles Blau nehmen und die Sättigung hier weiter zu runterfahren, dann haben wir so ein Weiß mit einem kleinen Blaulicht. Schimmer, was ich ja halt sehr interessant, sehr schön finde. Ja, wollte gerade wieder geil sagen. Muss ich aufpassen, da meckert meine Frau mal rum. Wartet mal, ich muss mal schnell das Gelb finden. Also Gelb nicht finden, aber der darf halt nicht zu nah an Orange sein. Nur so einen leichten Orangestick. So. Und wenn ich jetzt hier die Sättigung runter mache, ist es komplett weiß. Und wenn wir jetzt die Sättigung so auf ein bisschen höher machen, so, und dann sagen wir 70%. Und dann kann man sich das hier noch ein bisschen anpassen. So, machen wir mal auf 80. So. Sieht man jetzt schlecht durch das ganze Licht, aber ja, ich glaube, bei Blau sieht man es besser. Oder warte mal, ich mache mal hier schnell das aus. So. Und hier oben auch aus. Dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Ich hoffe, das kommt über die Kamera vernünftig rüber. So. Und wenn wir hier dunkel machen oder hier die Sättigung rausnehmen und wenn wir dann hier langsam die Sättigung wieder reinmachen und sagen wir mal 50%. Und wenn wir dann Gelb nehmen, dann leuchtet es gelb. Und wenn wir dann halt die Gelbsättigung rausnehmen und so bei 56% sind, dann haben wir kein weißes Licht, das ist weiß. Dann haben wir so ein weißes mit so einem leicht gelb Tick.
60%, 61%, was auch sehr angenehm ist. Also, und ist auch ziemlich hell, muss ich sagen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich mache aber mal Aqua rein. Ich finde Aqua halt. Ja, oder Türkis, sagen ja auch eine. Ich finde, das ist eine schöne Farbe. Also eigentlich sind meine LEDs hier fast alle auf Aqua eingestellt. So. Und dann können wir hier zurückgehen. Und können halt in der App halt auch so direkt die Lampe an- und ausmachen. Müssen halt jetzt nicht immer auf die Lampe raufklicken. Das reicht halt auch hier. Hoppala, ich bin gerade raufgegangen. Ja. Und wenn wir raufgehen, und dann können wir halt, wenn wir oben den Stift drücken da, also oben in der Ecke, dann können wir jetzt hier zum Beispiel. Haben wir jetzt hier zum Beispiel Name, Lokalisation und das Bild. Und das könnten wir jetzt hier natürlich austauschen. Ja, dann fragt er da unten, aus dem Album rausnehmen. Ne, habe ich mich vertippt. So, Galerie. So, und da habe ich dann zum Beispiel in der Galerie Bilder von meinem Logo. Die könnte ich jetzt da reinmachen, als, aber brauchen wir nicht. Ist Quatsch. Mit der Lampe, das reicht vollkommen aus. So, wir können sie mit Alexa kombinieren, mit Google Assistant, mit Xa Xaodu, weiß ich nicht, was Xaodu sein soll. Tencent Xiaobai, keine Ahnung. Haben die auch einen Assistenten mittlerweile? Und Lux 11. Wir können eine Offline-Meldung anmachen. Aber die habe ich eigentlich grundsätzlich aus, weil ich brauche jetzt ja keine Benachrichtigung, dass meine Lampe ausgegangen ist oder so. So, Gerät teilen. Sharing hinzufügen. Und dann könnte man jetzt Land, Region, Konto. Und dann kann man dann ein Konto hinzufügen, was die Lampe mit uns teilen kann. Dass die jetzt praktisch eine andere auf ihrer App halt auch die Lampe an- und ausmachen kann. Ohne meine Kontodaten, sondern auf ihrer eigenen App. Gruppeneinstellungen, ja, da haben wir dann halt Wohnzimmer und dass er in meinem Haus ist. Startbildschirm. Hinzufügen. So, und dann haben wir die Lampe jetzt hier auch im Startbildschirm. Das ist hier oben, da wo mein Finger ist. Da. Und dann können wir die Lampe dann anklicken, ausmachen, anmachen. Also wenn ihr Geräte habt, die halt immer wieder benutzen wollt, die könnt ihr euch dann hier nach vorne packen und dann seid ihr direkt beim Gerät. Und braucht halt nicht die App erstmal aufmachen oder so, falls ihr nicht A-Punkt nutzen möchtet halt. So, FAQ brauchen wir nicht. Netzwerk überprüfen brauchen wir auch nicht. So. Halten die Geräte automatisch auf. Okay, wir machen mal automatisch Update. Neueste Version schon. Also wir sind auf der neuesten Version. Ich habe aktiviert, damit er halt immer automatisch ein Update macht. So, das ist eigentlich die Grundlage zur App. So, wir haben auch hier. Oh, wir können jetzt hier, das habe ich gerade gesehen, in der App hier zum Beispiel, wenn wir auf die Lampe gehen, unten haben wir auch weiß. Und da können wir dann zum Beispiel jetzt an- und ausmachen. Ja. Und auch die Helligkeit. Die ist aber hell. Ich glaube, die wird den Weg auf meinen Nachttisch finden. Die ist ja wirklich hell. Das ist ja. Also das ist ja. Ich muss mal was kontrollieren. Okay. Ist so, wie ich gedacht habe. So, und dann haben wir hier noch.
Green. So, da ist mit dem Stern, ist jetzt hier zum Beispiel Knight. Dann haben wir hier Reed. Meat. Läsure. Gorgius. Colorful. Ne? Ah, ich kann jetzt hier die Situation und den Speed können wir ja. Okay. Und Soft. Aber diese Night finde ich gar nicht mal so schlecht. Also man kann nicht bei allen Sachen was einstellen. Aber bei ein paar Sachen hat man die Möglichkeit, dort einzustellen. So, und dann haben wir noch hinzufügen. Wir können einen Timer hinzufügen. Wiederholen. Anmerkung. Ausführungsmeldung. Wollen wir jetzt nicht. Umschalten ein. Aus. Dann können wir auch einen Timer hinstellen, wann sie an und wann sie ausgehen soll. So. Aber nichtsdestotrotz werden wir die Lampe jetzt mal testen. So, und zwar also oben passiert nichts. Ah. Ich habe sie, glaube ich, jetzt aus Versehen aus der App rausgeschmissen. Ja, ich habe so aus Versehen rausgeschmissen. So, Lightning. Ich muss die nochmal hinzufügen. Schon ist er drin, glaube ich, oder? Es dauert halt länger, bis er die findet. So, ich musste sie jetzt nochmal schnell einbinden. Ah, guck mal hier. Hell. Was haben wir hier? Ach, das sind die verschiedenen, okay. Dann machen wir blau. So, jetzt haben wir blau. Und jetzt können wir halt hier die Sättigung, also die Helligkeit machen.
Und hier kann man die einzelnen Farben durchklicken. Ich habe einen trockenen Hals, Entschuldigung, Leute. So. Und dunkel. Und hell. Ich hoffe, das sieht man auch vernünftig. Oh, warte. Zeig aus, was ich heute drückt. So, hell. Und schon ist er aus. Und wenn wir sie anmachen wollen, einfach oben drauf dutschen. Also einen Doppelklick müsst ihr machen. Und hier könnt ihr dann ganz einfach umschalten mit dem vorderen Knopf zwischen gelb, also dieses weiße Licht, also gelb-weiß, und Farbe. Wir machen, lassen wir das einfach drauf, und selbst da funktioniert wunderbar. Wir können auch hier. So, jetzt mache ich euch mal was höher. Jetzt haben wir das drin. Wir können jetzt hier einfach mal wieder vernünftig Licht anmachen. Und wir werden jetzt mal gucken, damit das A-Wort jetzt nicht so oft fällt, werde ich das jetzt über die A.app machen. So, und zwar gehen wir jetzt erstmal in die Alexa-App. Und hier sage ich, ich möchte jetzt neue Geräte hinzufügen. Geräte. Neues Gerät hinzufügen. Ja. Oben auf der Plus, also hier oben auf der Plus. Gerät hinzufügen. Gerät hinzufügen. Und wir wollen eine Lampe hinzufügen. Also, ich zeige es euch nochmal. Ja, und dann haben wir hier dann Philips Hue, Echo, ach, hier ist so viel Zeug rum dran, immer was anderes, beliebte Marken. Und da gehen wir auf Lampe aber, und dann gucken wir hier nach Goson. Die müsste drinnen stehen. Die Steckdosen von Goson, ach, die steht noch nicht drinnen. Bei Steckdosen steht Goson drin. IKEA steht aber hier schon drinnen. iFamily Cloud. Goof. Miros. Gut. Macht nichts, wir drücken Sonstiges, Gerät suchen. Ich habe ja schon den Alexa Skill für Goson, habe ich ja schon drauf, weil ich habe ja meine anderen Goson Geräte, kann ich ja auch, also den Skill braucht ihr dringend. Da müsst ihr euch anmelden mit den Daten, die ihr eingegeben habt, in der Goson App, E-Mail, Adresse, Passwort, damit die halt, der Skill halt mit eurer App halt kommunizieren kann, beziehungsweise Cloud. Ja, die sind halt Schranklampe. Die Regallampe. So. Kein neues Gerät gefunden. Schließen. So, er hat kein neues Gerät gefunden, macht aber nichts. Wir werden das jetzt mal testen. Und zwar werden wir jetzt A. sagen, dass er die Regallampe anmachen soll. Regallampe an. Regallampe grün. Regallampe türkis. Regallampe gelb. Regallampe gelb. Regallampe weiß. Regallampe 100%.
kann euch das, wir können ja mal kurz hier nochmal machen. So. Regallampe 15%. So, jetzt warne ich euch vor, es wird das A-Wort fallen. Ich muss dafür erstmal aus der App raus. Weil ich dem Fire TV Cube jetzt was sagen werde. Damit ihr seht, dass das auch funktioniert. Alexa, Regallampe grün. Na, schon ausgegangen. Alexa, Regallampe grün. Alexa, Regallampe türkis. Alexa, Regallampe weiß. So. Also selbst das funktioniert alles ohne Probleme. Was mich da jetzt ein bisschen stutzig macht. Ich gehe jetzt mal auf alle meine Geräte. Alle Geräte. Die Sofalampe wird mir jetzt Sofalampe, LED-Bild, LED-Regal, Nachttischlampe, Regallampe, steht so ja schon drin. Er hat jetzt zwar kein neues Gerät gefunden. Ja, ich kann hier auch direkt über die App. Eine Routine erstellen, dann könnte ich halt sagen, mit welcher Routine die jetzt was machen soll. Also das funktioniert. Egal. So, Einstellung. So, und wenn ich jetzt bei Regallampe drin bin und dann halt auf Einstellung klicke, Name Regallampe, könnte ich jetzt nochmal bearbeiten. Verbunden über Magic Home. Achso, falsch. Ich bin bei LED-Regal drin. Entschuldigung. LED-Regal ist was anderes. LED-Bild, Nachttischlampe, Figuren, LED-Regal, Regallampe. So, genau. So, verbunden über Gosund, also über den Skill halt. Beschreibung Gosum Smart Light. Typ Lampe. Farbeinstellungen, Farbe. Hier haben wir aktivieren oder deaktivieren. Dann können wir halt, wenn wir sie deaktivieren, können wir mit ihr da nichts mehr machen. Also können wir sagen, wie, was soll, soll angehen, ausgehen. Also A-Punkt und die macht das dann aber nicht mehr. Wir könnten den Namen jetzt bearbeiten. Und eigentlich müssten wir das jetzt auch einer Gruppe hinzufügen können. Wenn ich jetzt meine Gruppe bearbeiten mache. LED-Bild, LED-Bild, LED-Figuren, LED-Flur, LED-Regal, LED, keine Ahnung. Nachttischlampe, Regallampe. Ja, ich kann auch einem Raum hinzufügen. Ah, läuft, 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 läuft. Also vor allen Dingen mit dem Weiß. Also ich denke mal, das wird meine neue Nachttischlampe. Weil bei der anderen, die ich jetzt da habe, halt mit dem Weiß halt nicht so schön ist. Also das ist ein angenehmes und schön helles Licht, dass ich im Schlafzimmer was sehe, weil die andere macht nur Farbe. Die werde ich mir dann wahrscheinlich hier ins Wohnzimmer holen. Müssen wir mal gucken. Da finden wir schon eine Lampe, eine Möglichkeit, wo wir die unterbringen können. Und was ich halt schön finde, ist, wenn die jetzt aus ist, die leuchtet gelb, also so rot. Meine Nachttischlampe, die ich jetzt habe, die hat halt unten eine LED und dann leuchtet die ganze weiße Kuppel tagsüber, abends leuchtet, hat immer so einen leichten Rotschimmer. Das kann ihr nach einer Weile ganz schön auf den Sack gehen. Also vor allen Dingen, wenn man, ich schlafe ja immer mit Fernsehen, aber wenn man ohne Fernsehen schläft und die dann immer so ein bisschen hell ist, dann kann ich schon gut vorstellen, dass es denen richtig auf den Sack geht.
Also da ist die dann halt ein Ticken besser, also nicht nur ein bisschen Ticken. Also wir werden uns die jetzt erstmal in der nächsten Zeit angucken. Und dann werde ich dann nochmal ein Fazitvideo drüber machen. Aber erstmal werden wir sie eine Weile nutzen. Und dann, ich bin mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt. Also bis jetzt. Ja, ich wollte es ja damals schon haben. Ich hätte sie mir selber gekauft. Aber die gab es halt noch nicht in Deutschland. Die ist jetzt erst oder kommt jetzt erst nach Deutschland. Bin ich mal gespannt. Also, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video oder Livestream. Guckt auch mal bei Twitch vorbei, Odin_Ase. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.